Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren. Also Herr Dr. von Rüden, zunächst mal zu unserem Abstimmungsverhalten vorhin. Wir haben vorhin darüber abgestimmt, ob dieser Tagesordnungspunkt mit Zweidrittelmehrheit auf die Tagesordnung gesetzt wird, was normalerweise dann geschieht, wenn eine besondere Dringlichkeit besteht. Sie reiten dieses Thema nun seit circa anderthalb Jahren auch an entsprechenden Gremien vorbei und deshalb konnten wir die Dringlichkeit nicht sehen. Wir werden uns selbstverständlich einen solchen Akteneinsichtsausschuss nicht verweigern. Die HGO bestimmt, dass ein Akteneinsichtsausschuss zu bilden ist, weil eine Fraktion dies verlangt, das wurde mir ja bereits gesagt. Und diese Bestimmung ist Teil der Mechanismen, die die Informationsrechte der Fraktionen gegenüber dem Magistrat sicherstellen und schon deshalb werden wir uns den nicht verweigern. Gleichwohl kann ich nicht umhin, hier ein paar Anmerkungen zu dem Ansinnen der CDU dieser Sache vorzubringen. Die Art, in der Sie hier versuchen, einen politischen Skandal herbeizureden, indem Sie implizit mutmaßen, der Magistrat decke Salafisten, um es mal überspitzt zu sagen, statte sie mit städtischen Geldern aus und versuche dann diesen Vorgang zu vertuschen. Das ist ja das, was in dieser ganzen Geschichte immer mitschwimmt, ist haarsträubend. Es ist nichts weniger als der Versuch, in einer Zeit, in der neben dem Hass auf Geflüchtete und zunehmendem Antisemitismus gerade die Islamophobie der hauptsächlich Mobilisierungsschwerpunkt von Rechten aller Couleur ist, auf dieser Welle ein bisschen mitzureiten und Stimmen am rechten Rand einzusammeln. Und Sie beziehen sich dabei immer auf eine Einschätzung des Landesamtes für Verfassungsschutz, die derart widersprüchlich und fachlich dünn ist, dass bei mir der Eindruck entsteht, dass hier wohl ein bestelltes Gutachten Munition für Ihre Kampagne liefern sollte. Dort werden genau zwei vermeintliche Belege für eine salafistische Beeinflussung von WWDV geliefert. Der eine ist die Teilnahme des Imams der Al-Huda-Moschee an den ersten Treffen des Vereins vor 5 Jahren. Der zweite ist eine längst zugunsten des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes geänderte Schlussbestimmung bei Auflösung des Vereins, der zufolge das Vereinsvermögen an Islamic Relief, eine Wohltätigkeitsorganisation der Muslimbrüder, fließen sollte. Nun ist unseren Informationen nach der besagte Imam seit Jahren schon nicht mehr an dem Verein beteiligt. Und was den zweiten Beleg betrifft, ist festzuhalten, dass die Muslimbrüder eine islamistische, aber durchaus keine salafistische Organisation sind. Und dieser feine Unterschied zwischen einer reaktionär-sozialkonservativen Strömung und einer Truppe von Halsabschneidern im wörtlichen Sinne sollte sowohl dem Verfassungsschutz geläufig sein, als auch Herrn Dr. von Rüden, der als Vorsitzender der Deutsch-Ägyptischen Gesellschaft sicherlich zwischen einem islamistischen Neoliberalen wie Mohammed Mursi und der wahhabitischen Ideologie da nur zu differenzieren ist. Ich will gar keine Hehl daraus machen, dass ich persönlich im Grundsatz dagegen bin, dass konfessionelle Träger, welcher Religion auch immer, Kitas oder Schulen betreiben. Aus dieser Grundüberzeugung heraus könnte ich ja durchaus auch mal fragen, was denn eigentlich das Weltbild ist, das in der freien christlichen Schule vermittelt wird, oder welchen Einfluss die obskuren Fantastereien eines Rudolf Steiner von Wurzelrassen und Erdgeistern auf die pädagogische Praxis der beiden Waldorf-Kindergärten hat. Ich tue dies hier nicht, keine Sorge. Aber was ich Christen und Anthroposophen zugestehe, wenngleich mit einem gewissen Magenkummel, das kann ich Muslimen nicht verweigern. Es sei denn, ich habe ernsthaften Anlass zur Sorge hinsichtlich einer antidemokratischen Weltsicht, die Kindern dort vermittelt wird. Oder ich habe keinen solchen Anlass, versuche aber eine populistische Kampagne gegen eine unbeliebte religiöse Minderheit mit überwiegend niedrigem Sozialstatus und meist nicht-europäischem Migrationshintergrund zu entfachen. Letztlich halte ich Letzteres für unredlich und demagogisch. Und deshalb wird unsere Fraktion sich bei diesem Antrag enthalten.